Und willst du wieder hier anfangen? Lass doch mal was verändern. Wir haben da hinten angefangen vorhin. Besser. Was los? Was los? Was los? Oh, in so einer leeren Box. Oh, das ohne heilt. Musik. Halt das richtig schön. Ich dachte, du willst furzen. Hab ich auch, aber vorhin schon bei den aber leise. Sit-Ups. Alles ist ein bisschen nervös. Ich wurde von mindestens zwei Leuten, ich glaube schon von mehr Leuten, gefragt. Erklärt doch mal diese ganzen... Von seiner Frau? Erklärt doch mal diese ganzen komischen Fantasiebegriffe, die er da immer benutzt. Diese Jupiter-Sprache, klärt das doch mal auf. M-Rap, E-Mom, Ananas. Armbar. Nee, gibt's gar nicht, das war im Wrestling. Ja. Aber egal, auf jeden Fall. Was hat das damit auf sich? Und dann zeig doch mal diese verdammten Übungen und erklärt die Begriffe und sag doch mal, worauf man achten muss und so. Ich habe immer zu Schagel eigentlich gesagt, so, ey komm, wir sind keine Coaches, das machen wir halt auch nicht, weil das wollen wir uns nicht rausnehmen. Aber da wir so oft danach gefragt wurden, nehmen wir uns das jetzt einfach raus. Habe ich gesagt, klar können wir das. Nein, also das hier ist kein Technikratgeber, das ist das CrossFit ABC. Ja, Mann. Wir starten mit den Buchstaben. Jetzt kommt er so. Ah. Wollen wir ein Intro machen oder so? Ein Intro? Also irgendwas, so ein Opener. Weil wir... Ich mache irgendwelche Musik rüber und wir tun einfach mal so, als würden wir es schon hören, das Intro. Ja. Und müssen wir so ein A machen? Ja, ich möchte gerne ein A kaufen. Ja. Bing. Maren, magst du einmal das A umdrehen? Ja. Anabolika. Aha. Nein, also, heute geht es um den Buchstaben A und zwar bezogen auf CrossFit, nicht auf hier Jux und Dollerei. Nee, echt nicht. Das ist uns auch nochmal ganz wichtig. Eine Bier. Ja, das ist hier, ernste das ist ein ernstes Magazin. Ja, heute kümmern wir uns um den Buchstaben A. A wie lass anfangen. Mm-mm. So, was fällt uns vom Thema A ein? Zum Thema A fällt uns mal ein, Air Squat. Und die Leute so, Air Squat, Air Force One. Mhm. Z-Squat? Oh. Nein. Also, ein Air Squat ist nichts weiter als eine Kniebeuge ohne Gewicht. Genau. Da man im CrossFit aber alles messbar gemacht hat und man auch sagen muss, war das jetzt eine gültige Wiederholung oder nicht, gibt es da so ein, zwei Richtlinien. Schagel. Soll ich mal ein Air Squat machen? Mach doch mal ein Air Squat. Hatten wir lange nicht. Haben wir an dieser Stelle eigentlich schon das alte Video. Ja. Also, wichtig an dieser Stelle ist, Ausgangsposition, Hüfte gestreckt, Knie gestreckt, ne? Dann geht das runter und zwar Ass to Grass, in der Hoffnung, dass man beweglich genug ist. Bei mir wird schon eng. Und man rundet nicht einen Rücken? Ja, das kann ich nicht. Das war eigentlich scheiße jetzt. So, dann mach das schon vor. Ne? So, runter und wieder hoch. In Kniestreckung, in Hüftstreckung. Genau. Das ist ein Erstwort. Das heißt, man bewegt nur sein eigenes Körpergewicht, was auch schon eine Menge sein kann. Aber dann ja. mach doch mal vor, was kein Air-Squat ist. Ah, kein Air-Squat. Das sind ja auch die typischen. Ja. Das hier? Das ist eine andere Disziplin, oder? Das. Den Hintern tiefer als die Knie bringen und oben die Hüfte durchstrecken, dass ihr einmal richtig aufgerichtet seid. Oh, kann man auch die Hüfte strecken und die Knie nicht? Ich glaube, dann kippst du nach... Ja, wenn du umkippst. Aber ist trotzdem No-Rap. Ja, umkippen kostet auch Zeit. No-Rap erklären wir beim Buchstaben N. Sag mal, ist das ein anderer Hintergrund? Ja. Nur näher dran. Sag mal, Alex, was heißt eigentlich dieses M-Rap? Ja, also wie ich eben schon gesagt habe, im CrossFit hat man alles messbar gemacht. Gegeneinander, untereinander, miteinander. Damit man auch sagen kann, gut, wer hat das Workout jetzt irgendwie gewonnen? Also vor allem, wenn es dann auf Wettkämpfe geht und so, muss man auch mal sagen, okay, wer hat es gewonnen? Und auch in einer normalen CrossFit-Class macht man dann ja zusammen ein Workout und schreibt danach dann seine Score ans Whiteboard. Oh, alter Schwede, ey, da werden noch so viele Buchstaben kommen. Auf jeden Fall muss man da ja irgendein Ergebnis anschreiben. So. Und MRAP heißt As Many Rounds As Possible. Das heißt, so viele Runden wie möglich in einer vorgegebenen Zeit. Genau. Das sind meistens... Wobei eigentlich nicht meistens, das sind ganz gern mal 9 oder 12 Minuten, 10 Minuten, einiges völlig Wurst. Richtig hart wird es, wenn es so 15 oder 20 Minuten sind. 20 oder Minuten, auch mal 60. Ja, oder 60.
Oder genau. Oder 90. Man macht also, genau, da muss man sich also vorher genau überlegen, ballere ich die 20 Minuten durch oder teile ich mir das Ganze ein bisschen ein? Man hat also einen sogenannten Gameplan. Ja, eine Strategie. Eine Strategie. Und das ist vor allem was, was ich am Anfang, ich mache es eigentlich immer noch gerne verkehrt, in der ersten Runde ballere ich raus, was geht. Hashtag AssaultBike. Ja, und dann breche ich ein und merke so, oh, ich habe ja noch 11 Minuten auf dem Tacho, wie soll ich das überleben? Ich mache ein Päuschen. Ja. Auf jeden Fall, das, Kamera umstellen. Das ist M-Rap und man kann sich M-Raps lustig zusammenbasteln. Man kann einfach sagen, okay, das sind diese drei Übungen, von der mache ich jeweils so und so viel Wiederholung und das mache ich 12 Minuten lang. Bums, fertig ist das M-Rap. Fertig ist das Workout. Im Grunde ist ja fast egal, was ihr macht, machst du es so schnell, wie es geht, ist es anstrengend. Ja. So, und zwar immer. Das heißt, ja, Essen. Das ist ja auch das Ding beim CrossFit, ne? Das Essen wird danach anstrengend. Das ist das Ding beim CrossFit. Ein M-Rap kann jeder machen. Das heißt, er kann auch ein Regional-Athlet gegen den brutalen Anfänger antreten. Der Regional-Athlet macht halt 500 Runden in der vorgegebenen Zeit, ist aber genauso im Arsch wie der Anfänger nach drei Runden in der vorgegebenen Zeit. Genau. Jeder gibt eben das, was er kann. Das sieht man ganz gut, Spaß, wenn wir beide das machen. Dann ist Schagel meistens ein paar Runden voraus, heißt aber nicht, dass ich nicht schwitze. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja. Komm. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch, gleich hier oder im Hintergrund? Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal. Setz dich doch mal. Machen wir mal. Schagel. Oh ja. Was hast du denn da für einen netten Bock? Ich sitze auf einem Fahrrad, auf einem sogenannten Assault Bike. Ein Assault Bike? Ja. Was macht denn das Assault Bike besonders? Assault Bike, das mit A anfängt, macht besonders. Eigentlich sollte man meinen, es ist leichter, weil es ist nicht nur Fahrradfahren, was ja jeder kann, sondern man darf sogar die Arme dazu nehmen. Man sollte also meinen, es macht das Ganze nur leichter. Ah, wie Arschlecken, kannst du vergessen. Das Assault-Bike ist im CrossFit so ungefähr das Schlimmste, was es gibt. Das ist wirklich, also ich finde, es ist das schlimmste Gerät, was jemals für den Fitnesssport erfunden wurde. Ja, genau. Es fickt aber da auch das beste Gerät. Also das Schlimmste und das Beste, weil die Ausdauer kannst du damit schon... Damit kannst du richtig gut Luft trainieren, ja genau. Ich habe ja eins im Keller. Quatsch. Überlegt, aber es ist halt auch sehr laut. Deswegen machen wir es nicht so gern, weil es halt in den Ohren dröhnt. Klingt ein bisschen wie Treckerfahren. Arbeitet so ein bisschen mit Luftwiderstand hier und wenn man da Vollgas gibt, also ich meine wirklich Vollgas, ist man nach 20 Sekunden voll mit Laktat. Und das baut sich auch so schnell nicht auf. Wer einen Spaß haben will, kann einfach mal sagen, okay, ich mache 10 Kalorien Assault Bike, volle Möhre und danach einen 100 Meter Sprint. Oder ihr guckt euch mal das Video an. Er scrollt ein bisschen runter und guckt euch das Video an, wo Schagel und ich 10 mal 30 Kalorien gemacht haben auf dem Assault Bike. Und dann schaut ihr mal, wie es jemandem geht, der es öfter macht, wie Schagel, der aber auch schon durchaus gelitten hat in diesem Workout. Pain in the ass. Und ihr schaut euch jemanden wie mich, der das einfach auf einer Arschbacke easy abgestrampelt hat. In der ersten Minute. Ja, da kann ich nichts. Da bin ich bin Luftmaschine. Luftmaschine. So, Schagel, mach doch mal einmal für die Kamera hier nochmal so ein bisschen Wind. Ja, mach doch mal Wind. Vielleicht nicht ganz unwichtig, bringen wir es mal mit rein. Wenn ihr fertig seid, nehmt die Füße von den Pedalen. Versucht nicht, den Kram irgendwie mit euren Füßen zu bremsen. Die Pedalen bohren sich förmlich in eure Schienbeine und das ist nicht schön. Also, wenn ihr fertig seid, Füße rauf, Hände weg, das Ding hört von alleine wieder auf. Hat schon sowas Ben Hur-artiges, das Ding. Ich sag's dir. Hölle. Ja. Das Schlimme ist auch, man ist in so einer vorgebeugten Position und die Luft... Wobei, wie heißt die Lunge? Um mal einen Coach aus der Box zu zitieren, den Oberkörper aufrecht halten. Ich habe es jetzt letztes Mal gemacht und man merkt, man kriegt besser Luft. Ja, man ist nicht so schnell. ja, das ist halt das Problem. Ich meine, braucht man sich nur Rennradfahrer mal angucken. Wenn die in den Sprint gehen, dann bleiben die auch nicht aufrecht. Allerdings trainieren die auch öfter Fahrradfahren und Luft. Als ich. Und ich. So, steig ab. Komm, steig ab. So, kommen wir zum letzten Buchstaben. A wie? Zum letzten Buchstaben ist auch geil. Kommen wir zum letzten Begriff des Buchstabens A. A wie? Am Arsch. Ja, gewöhnt euch dran. Ja. Man erlebt es ganz gern mal, dass gerade Einsteiger oder die länger schon Einsteiger sind und damit schon fortgeschrittene Einsteiger sind, sich beschweren und sagen, ich mache das jetzt schon ein halbes Jahr und ich bin nach dem Workout immer noch wie frisch
bleibt leider so. Das ist am ersten Workout so, das ist am letzten Workout, wann auch immer das sein mag, so. Es ist vollkommen. Wobei, man erholt sich schneller, das muss ich. Also, ich weiß noch meine ersten Workouts und wenn das dann wirklich intensiv war, ich hatte einfach wirklich 3-4 Tage Muskelkater. Das wird ein bisschen weniger auf jeden Fall. Kommt natürlich darauf an, wie hoch die Last ist, mit der man dann an dem Tag trainiert. Und was ich auch finde, man merkt ja von Tag zu Tag, es klappt mehr. So, dann sitzen die Pull-Ups auf einmal oder irgendwann platzt der Knoten und man kann double anders und so. Und dann gibt es halt auch wirklich Übungen, auf die man sich einfach enorm freut, finde ich. So absurd es auch ist, also es tut zwar weh, aber... Bis es losgeht. Genau. Man sagt, oh Mensch, heute double anders, liegt mir. Und dann sind es 100 und macht die 100 und danach muss man an die Handstand Push-Ups und denkt, fuck. Zum Beispiel. Auf was spielst du da an? Gar nichts. Ich verstehe dich nicht. Gar nichts. Fernsehen. Du sprichst mit falschen Zungen. So, um A wie Augenringe kümmern wir uns mal anders, wenn ich das Werbe-ABC mache. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle, oder? Würde ich für sagen. Den Buchstaben A. Ja. Wenn ihr den Buchstaben B möchtet, würde ich sagen. Liken, teilen, abonnieren, Screenshot, Ausdrucken, Herzdruck fahren, Anklicken, Mama und Papa Bescheid sagen. Alle CrossFit Hipster of Doom abonnieren. Dies, das, Ananas.